Hey Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute soll es um den Motovlogger-Hype gehen. Ich persönlich halte viel von. Ich habe es gemerkt, ich habe die allerersten Motovlogger verfolgt. Dann habe ich gesehen, aha, die machen so und so Themen. Und dann kam ich halt drauf, ja, ich könnte auch mal Motovloggen, weil ich einfach anderer Meinung war als andere Motovlogger zu gewissen Themen. War ja gar nicht schlimm, keiner hat sich gestritten oder so. Einfach eine Meinungsverschiedenheit, wie auch immer. Und gewisse Motovlogger haben dann den Trend angeführt, neue kreative Motovlogs zu machen, weg von den Themenvlogs, die ursprünglich da waren, hin zu random Vlogs, halt aus dem alltäglichen Leben. Und viele Leute haben halt Interesse dran gefunden. Wie beim normalen Vlog schnallt sich jemand eine Kamera vors Gesicht oder wie auch immer, im Motorradfall auf die Straße. Und dementsprechend sieht man halt, wie jemand fährt und rumspricht und so weiter und so fort. Super gern gesehen sind Stadtvlogs, jegliche Vlogs, in denen YouTuber zusammenfahren und über ein Kommunikationssystem miteinander sprechen. Sprich, das stammt eigentlich aus dem amerikanischen Raum, diese Motovlogs. Dort haben sie richtig angefangen, dort hat's gehypt bis zum geht nicht mehr und die haben teilweise über eine halbe Million Abonnenten geknackt und es war ein Meilenstein für die Motovlogger-Geschichte aus dem simplen Grund, weil Motorradfahren, falls ihr es wisst, vielleicht in Deutschland sind 4 Millionen Krafträder ungefähr zugelassen, sprich allein in Deutschland würde jeder wievielte achte den amerikanischen Motovlogger hätte nur deutsche Zuschauer schauen und das ist halt schon mal enorm. Überlegt euch mal, jeder achte, der zur Zulassung geht, schaut einen Motovlogger. Das ist der Hammer, weil es gibt ja junge Motorradfahrer, alte Motorradfahrer und so fort. Nicht einberechnet sind die, die noch kein Motorrad fahren. Deswegen, die Zahlen sind natürlich deutlich tiefer und so, aber es geht darum, dass verschiedene Motovlogger, Blackout zum Beispiel, hat einen Hype bekommen, also wurde gehypt. Oh, der hat zum Überholen angesetzt und gewartet, deswegen gab es keinen Gruß. Alles angefangen grob von Alpi. Alpi habe ich abonniert, der hatte vielleicht 2000 Abos oder so. Da ist er rumgefahren mit einem Kumpel auf seiner R1, war immer cool drauf, mega lustig und so. Und viele haben damals kommentiert, Alpi, durch dich bin ich zum Motorradfahren gegangen. Ich schaue eigentlich gar keine Motorradvideos, aber du bist so ein lustiger Typ, ich möchte auch Motorrad fahren. Ich stelle es mir lustig vor. Und ja, dadurch hat halt Alpi, ich glaube die Motovlogger-Szene hat halt viel reingezogen. Davor gab es halt so Veggie, Madis und so, die haben die Motorradszene dominiert mit Edit-Videos und waren halt die Repräsentatoren, wie auch immer, von den ganzen Motorradfahrern auf YouTube, nur auf YouTube, nicht im Real Life. Da konnte ich einfach nicht viel sagen, weiter als dass sich's halt gewandelt hat und dass Motovlogs immer weiter in wurden. Haben halt verschiedene Leute gevloggt und ja, am liebsten gesehen sind immer noch Vlogs, in denen derjenige, der vloggt, lustig drauf ist und Lust hat einfach auf was weiß ich was hat. Ist sie am Handy? Ne, die kratzt sich nur am Ohr. Alles klar. Ja, deswegen Coverview könnt ihr mal vorbeischauen, Blackout und so, reden random über Themen und sind eigentlich mega drauf. Im Gegensatz zu mir, ich habe immer so eine träge Stimme, immer wenn ich es mir anhöre, wenn ich meine Videos schneide, frage ich mich, Junge, hast du eine Flasche hatte die Flasche Depressiva nicht gereicht, also jetzt nicht böse gemeint, Antidepressiva. Also so in dem Motto, ich bin einfach eine andere Art von Mensch und ich würde unbedingt sagen, schaut euch mal die verschiedenen Motovlogger an, jeder ist unterschiedlich cool auf seine Art und Weise und ja, deswegen, der Hype hat halt weit gereicht und es gibt jetzt gewisse Motovlogger, die dominieren halt die Szene und ja, der Vorteil ist, wenn man einmal groß ist, kriegt man auch weiterhin gut konstant Abos, weil sich das rumspricht. Der Platzhirsch wird auch immer und immer mehr Abos bekommen. Es ist ziemlich schwer in der Szene jetzt einzusteigen, weil der Markt dafür gesättigt ist und vielen gehen auch die Themen aus.
Nein, mir gingen nicht die Themen aus, auch wenn es manchmal so wirkt, weil mich Leute darauf angeschrieben haben. Ich meinte, nee, ich habe 15 Themen mir rund, also in meinen Notizen geschrieben. Ich weiß schon, worüber ich vloggen wollte. Und naja, es kommt immer darauf an, ist subjektives Empfinden, wen ihr schaut und wen ihr mögt. Ich finde, ein Hype tut jedem gut, aber es geht halt auch mit unfairen Dingen zu, wie mit gegenseitig haten, damit beide einen Push bekommen oder so. Zum Glück nicht so groß verbreitet in der Szene. Da gab es nur einen Kandidaten, ne, der sich versucht hat, an der Landrattengruppe groß rauszuziehen, bei also diese auszuschlachten, und ich bin froh, dass es nicht geklappt hat. Ansonsten wäre es halt nicht so geil gewesen. Wird da gehupt? Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, dann lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.